Rund 200 Schüler aus über 30 oberfränkischen Schulen haben in diesem Jahr bei Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb Jugend forscht auf Regionalebene mitgemacht. Unter dem Motto Zukunft, ich gestalte sie, haben die Schüler wochenlang in einem von 7 Fachgebieten geforscht, um ihre Ergebnisse dann einer ausgewählten Fachjury zu präsentieren. Für die Jury ist es zum Beispiel ganz wichtig festzustellen, dass das Projekt, was hier präsentiert wird, auch wirklich von den Schülern durchdacht ist und von den Schülern gemacht ist. Das heißt ja nicht Lehrer forscht oder Eltern forscht, sondern Jugend forscht. Natürlich müssen die Eltern und Lehrer dazu helfen. Aber es sollten die Schüler schon auch im Wesentlichen erarbeitet haben und durchdacht haben, gebastelt haben. Ganz wichtig ist halt auch immer das Experiment, ja, die Anwendung und der experimentelle Anteil. An 2 Tagen hintereinander werden die Ergebnisse der Schüler dann unter die Lupe genommen. Am ersten Tag zeigen die jüngeren Teilnehmer bis 14 Jahre in der Juniorensparte Schüler experimentieren, was in ihnen steckt. So wie die Freundinnen Chiara, Maxine und Carolina vom Franz-Ludwig-Gymnasium in Bamberg. Damit am Wettbewerbstag selbst alles steht, wird auch die Tage zuvor noch fleißig an ihrem Projekt getüftelt. Und auf das sind sie beim Babysitten gestoßen. Also meine Schwester heißt Emilia und Caro ist Eleonora. Und dann ist irgendwann uns das Aufpassen auf die Nerven gegangen, haben wir uns gedacht, wir erfinden was, was automatisch auf sie aufpasst. Und dann sind wir eben auf die Digitalnanny gestoßen. Und wir haben ja auch in den 2 Jahren schon davor was mit NXT gebaut. Und eigentlich wollten wir das Programm benutzen, aber das ging halt nicht so gut mit dem Ballon. Und dann haben wir das Arduino genommen. Das ist wie ein Mini-Roboter, der Sachen bewegen kann oder in unserem Fall auch die Lichter steuert eben. Wir haben in den Sommerferien schon angefangen, haben es mit in den Urlaub genommen, den Arduino, und haben da halt schon mal Projekte gemacht. Und aber dann jetzt halt so vor Weihnachten, im Herbst und auch im Aber jetzt dann vor allem im Winter haben wir uns halt besonders angestrengt. Hilfe bekommen die 3 Nachwuchsforscher von Joachim Bickel, dem Vater von Carolina und gleichzeitig auch dem Betreuungslehrer der 3. Also Motivation war meistens jetzt nicht so gefragt, eher dann so mal der Helfer in der Not sein, dass man halt mal gut mal einen Fehler sucht oder man sagt, jetzt macht er halt erstmal in die Richtung weiter und man muss sich ja selber erstmal einarbeiten oder man muss selber erstmal suchen. Wo holt man Informationen aus dem Internet, dass man den Mädels wieder neuen Anschub gibt? Wo kann man wieder weiterarbeiten? Bei der kleinen Eleonora kommt das Projekt der Mädels schon mal gut an. Aber wird das bei der Jury auch so sein? Die Konkurrenz bei Schülerexperimentieren ist groß, genauso wie die von Timo Meier, der am 2. Wettbewerbstag bereits zum 7. Mal bei Jugend forscht antritt. In sein Projekt The Mir Project hat er bereits im Vorfeld viel Zeit investiert. Den Großteil hat er sich dabei ganz alleine beigebracht. Ein paar Sachen hat er mithilfe des FabLabs in Bayreuth entwickelt, einer für jeden zugänglichen Hightech-Werkstatt, in der sich alle Technikbegeisterten verwirklichen können. Jugend forscht ist halt toll, weil man seine Ideen verwirklichen kann. Man bekommt Unterstützung, sowohl finanziell als auch Fachkenntnisse. Man kann beispielsweise den Wettbewerbsleiter oder anderen Leuten vom Wettbewerb einfach eine E-Mail schreiben und die helfen einem immer gerne. Und es ist auch echt cool, weil man eine Idee, die man sonst bloß im Kopf hat, wo man sich dachte, hey, das wäre cool, kann man wirklich auf einmal in Real Life so ein bisschen sehen. Man kann es anfassen, man kann es wirklich selbst bauen und es macht unheimlich viel Spaß. Also, jeder, der irgendwie in der Maker-Szene, so wie ich, Sachen bastelt, herstellt oder aus dieser Szene eben kommt, der kann mir ja bloß zustimmen, dass es wahnsinnig Spaß macht, irgendwelche coole Konstruktionen zu machen, die dann auch funktionieren, irgendwas machen, irgendwelche Arme, die zum Beispiel Sachen greifen. Das ist schon echt cool. Auch seine Betreuungslehrerin hat sich inzwischen von Timos Forscherfieber anstecken lassen und ist mit vollem Herzblut dabei. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Man gewinnt viele neue Eindrücke, die man auch als Lehrer an der Schule so nicht hat. Also das heißt, es sind zwar viele Theorien, die man irgendwann mal kennengelernt hat, die aber so im Schulalltag einfach keine Berücksichtigung finden können, weil es zu spezifisch ist. Das heißt, man kann da selber so in eine neue Welt so ein bisschen eintauchen und das mit dem verbinden, was man schon weiß. Und natürlich auch der Kollegenaustausch wird dadurch gefördert. Also man kriegt auch mal Einblicke in ein anderes Fach. Also gerade diese
fächerübergreifende Zusammenarbeit ist gerade bei einem so größeren Projekt durchaus gegeben. Und damit bei der Unterstützung der Schüler auch alles glatt geht, werden verschiedene Fortbildungen für Lehrer angeboten, damit sich die zum einen mit anderen Pädagogen austauschen können, zum anderen auch erfahren, wie sie den Nachwuchswissenschaftlern am besten unter die Arme greifen können. Auch Oberfranken Offensiv liegt es sehr am Herzen, den Regionalwettbewerb so zu gestalten, dass immer mehr Schüler und Lehrer an diesem besonderen Tag dabei sein wollen. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Schule aufgeschlossen ist. Also sprich, dass es auch Lehrer gibt, die Schüler wieder animieren. Und wenn sie eine Idee haben, sagen, Mensch, macht doch vielleicht bei Schüler experimentieren, Jugend forscht mit, schaut euch doch mal an, da könntet ihr doch teilnehmen. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Lehrer auch das Interesse wecken und natürlich auch die Eltern. Wir haben es heute auch gemerkt, dass ganz viele Eltern ganz stolz dabei sind und mit unterstützen. Also ich glaube, oder dass manche Familien komplett sozusagen mit eingebunden wurden, weil sie auch mit Versuchspersonen waren oder Mithelfer. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, die Schulen und gleichzeitig das Elternhaus. Zurück am Regionalwettbewerb. Jetzt werden die letzten Projekte inspiziert, unter anderem Timus virtuelle Realität, in die jeder ganz einfach und nur mit Hilfe einer Brille und dieses Gerüstes schlüpfen kann. Auch Martin Oesterlein schaut sich Timus Forschungsprojekt ganz genau an. Er war vor ein paar Jahren selbst noch Teilnehmer bei Jugendforscht und ist inzwischen in die Jury berufen worden. Ohne Jugendforscht wäre mein Leben sicherlich anders verlaufen. Ich wurde gleich bei der ersten Teilnahme von dem Personaler angesprochen, bin dann in Unternehmen gekommen, konnte da erste praktische Erfahrungen bereits schon in der Schulzeit sammeln, bin da in der Entwicklung ein bisschen mitgeschwommen und habe da einfach einen viel tieferen Einblick in die Materie Elektrotechnik bekommen. Und ich glaube, das prägt einen dann schon enorm, auch für die Studienwahl. Und ja, wenn ein Arbeitgeber sieht, derjenige hat bei Jugendforsch teilgenommen, vielleicht sogar erfolgreich teilgenommen, dann ist das natürlich ein absoluter Pluspunkt, weil das einfach Innovationen zeigt, das zeigt Kreativität vom Bewerber. Und das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Eine coole Geschichte. Das sehen auch die Patenunternehmen so, die Nachwuchsforscher seit Jahren begleiten und fördern. Denn für sie sind die Schüler die Arbeitskräfte von morgen. Wir brauchen kreative Mitarbeiter, Mitarbeiter, die querdenken, die engagiert sind. Und die müssen eine Liebe zur Wissenschaft haben. Und deshalb sind wir daran bestrebt, dass jugendliche Schüler schon im frühen Alter beginnen, sich mit Wissenschaft zu beschäftigen. Die Schülerinnen und Schüler sind ja jetzt nicht da, um ihre Schulstunde abzuarbeiten, sondern das Gelernte, was sie vielleicht in technischen Fächern, in Biologie, in Chemie, aber auch Naturwissenschaften erlernen, in Art Projekten umzusetzen. Und Projektarbeit ist heute was Essentielles in der Industrie. Es ist schon wirklich bemerkenswert, welche Ideen da kommen und was dann auch tatsächlich später von den Unternehmen dann übernommen werden kann oder darauf aufbauen, dann in die Produktion eingebaut werden kann. Die Jugendlichen können also nicht nur praktische Erfahrungen in den unterschiedlichsten Fachgebieten sammeln, sondern auch erste Kontakte in die Wirtschaft knüpfen und so die Zukunft mitgestalten. Ich muss gestehen, dass es schon wirklich spannend ist, wenn man so einen Sechsklässler vor sich hat, gerade mal so 12 Jahre alt, und der erklärt einem mit, er hat es dann so und so programmiert und das war das und das Programm und das ist ja so ähnlich wie das Programm C und so. Man denkt sich, okay, also toll, was die jungen Leute da einfach schon für Ideen haben und was sie auch für Wissen haben. Wir brauchen, das erleben wir ja jetzt gerade bei den Umstellungen in die digitale Welt. Wir Älteren haben da immer noch so ein bisschen unsere Schwierigkeiten und Vorbehalte. Und die Jüngeren gehen vollkommen anders auf diese Möglichkeiten zu, gehen ganz anders damit um. Und es ist sehr spannend zu erleben, wie die jungen Leute damit ganz aktuelle Problemstellungen auch annehmen. Da war zum Beispiel auch einer, der mit den Fake News umgegangen ist, mit neuen Facebook-Profilen auch experimentiert hat und zeigen konnte, was da eben auch alles damit angestellt werden kann. Also es ist im Grunde, liefern uns diese Jugendlichen viele Fragen, viele Antworten auf ganz aktuelle Fragen. Welche Projekte am erfolgsversprechendsten und am besten durchdacht sind, muss nun die mehr als 30-köpfige Jury entscheiden. Gemeinsam ziehen sie sich zurück, um über die Ergebnisse der jungen Forscher zu diskutieren und um dann die Sieger des Regionalwettbewerbs zu küren. Wer es in diesem Jahr geschafft hat, mit seinem Projekt zu punkten, sehen Sie in wenigen Minuten.
Zurück aus der Werbung und damit zurück bei den Siegerehrungen des Regionalwettbewerbs Jugend forscht und seiner Juniorensparte Schüler experimentiert. Knapp 200 Schüler haben sich in diesem Jahr mit den unterschiedlichsten Forschungsthemen auseinandergesetzt und ihre Ergebnisse einer Jury vorgestellt, die nun die Qual der Wahl hat. Die besten Ergebnisse werden prämiert und die Sieger bekommen damit quasi die Eintrittskarte zum Landeswettbewerb, in dem sie sich dann mit den besten Forschern Bayerns messen dürfen. Eine große Auszeichnung also, die nun bevorstehen könnte. Überreicht werden die Preise sowohl von den Patenunternehmen als auch von prominenten Gästen. Neben dem ersten, zweiten und dritten Platz in jedem Fachgebiet werden auch Sonderpreise verliehen, um den Jugendlichen noch mehr Anreiz zu geben, weiter zu forschen. Unsere Nachwuchswissenschaftler Carolina, Maxine, Chiara sowie Timo gewinnen in ihren Fachgebieten jeweils den ersten Platz. Die ganze Arbeit hat sich also ausgezahlt. Die letzten 3-4 Monate habe ich eigentlich konstant an dem Projekt gearbeitet und versucht, dass es endlich funktioniert und bin auch wirklich richtig glücklich damit. Auch wie es jetzt ausschaut am Ende, es war wirklich bis gestern Blackbox für mich. Ich wusste nicht, wie es ausschaut, ich wusste nicht, wie es ausgeht und gestern bis 12 Uhr nachts noch fertig gemacht und ja. Ich bin eigentlich wirklich glücklich damit. Auch die Schüler, die an diesem Abend leer ausgehen, können stolz auf sich sein. Denn alle Forscher haben eines gemeinsam. Sie wollen die Zukunft mitgestalten, sie zu einem sichereren und noch wertvolleren Ort machen. Denn sie sind die Arbeitskräfte von morgen, auch wenn sie heute noch die jungen Nachwuchsforscher sind. Ich möchte die Mädchen sozusagen da auch noch ein bisschen ermuntern, noch stärker in die naturwissenschaftlichen Bereiche auch zu gehen, ein bisschen aus den klassischen Bereichen rausgehen. Und im Übrigen erlebt man an den jungen Forschern eben auch so eine hohe Frustrationstoleranz. Es klappt vielleicht nicht gleich, aber wenn man nochmal Anlauf nimmt, klappt es beim nächsten Mal. Und das haben viele bewiesen. Es sind einige hier, die schon bei Schülerforsch mitgemacht haben, da noch nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis waren, weiter geübt haben und weiterentwickelt haben und jetzt noch ein besseres Projekt haben. Also immer dranbleiben, weitermachen, dann klappt es auch.